Hallo und herzlich willkommen. Ich soll hier, was soll ich hier eigentlich machen? Deck-Tag. Ah, ein Deck-Tag, genau. Ja, ich soll ein Deck-Tag machen. Hallo Domme. Ich soll ein Deck-Tag machen. Der Marc hat gesagt, wir sollen uns, so haben sich ja auch viele Leute unter seinem Ich bin wieder da Video gemeldet, was er machen soll. Da hieß es ganz viele Deck-Tags und Videos zum besten Format. Deshalb machen wir heute ein MTG Arena Standard Deck-Tag. Nicht. Ah, die fand ich lustig. So. Fangen wir an. Und zwar stelle ich heute vor, Four Color Miracles Control fürs Legacy. Eigentlich könnte man fast Five Color sagen, weil es tatsächlich im Sideboard auch Karten gibt, die man mit schwarzem Mana casten kann. Aber das überlassen wir dann mit dem Five Color doch den Leuten, die auch wirklich Five Color spielen. So, wir legen mal los. Ich habe mir mal hier die Landbase rausgelegt, damit fangen wir mal an. Und zuallererst haben wir 4 Flooded Strand und 4 Misty Rainforests. Das ist die Basis an Fetch-Ländern, tatsächlich nur 8 Stück in dem Deck. Das ist ein bisschen wenig. Normalerweise spielt man in den Miracles-Listen so um die 10. Wir werden aber gleich sehen, warum das der Fall ist. Dann kommen wir zu dem, was jedes gute Miracles-Deck bisher ausgemacht hat. Die Frage ist, wie das noch aussieht. Sollte das Astrolab irgendwann gebannt werden? Denn dann haben wir Basics, und zwar 4 Inseln, 2 Plains, einen Forest. Damit sieht man schon, wo sich farblich das Main Deck bewegt. Viel Blau, ein bisschen mehr Weiß und tatsächlich Grün. Dazu kommen Duels, und zwar eine Tundra, eine Tropeninsel, ein Volcanic Island. Ganz viele Leute packen das Volcanic Island mittlerweile ins Sideboard, um irgendwie Mainboard Platz zu haben. Allerdings haben wir dann einen Sideboard Platz weniger. Ich finde, man kann das eigentlich im Mainboard ganz gut verschleiern. Das ist schon okay. Dazu kommen 2 Mystic Sanctuary, und das sind tatsächlich dann die Slots, in denen normalerweise noch andere Fetches sitzen, in denen auch bis zum Print des Astrolab, beziehungsweise bis zum Print des Mystic Sanctuary, die Prismatic Vista gesessen hat, die ja direkt quasi alle Basics fetchen konnte, die man so braucht aus dem Deck. Ist jetzt hier ersetzt worden, und wir werden jetzt gleich sehen, warum dieses Mystic Sanctuary so stark ist. So, das war die Landbase, machen wir einen schönen Haufen drauf. Und dann machen wir mal weiter mit den Cantrips. So, jetzt werde ich direkt von dem einen oder anderen geschlagen, wenn ich diese Karte hier hinlege und sage, das sind die Cantrips. Wir haben nämlich 4 Astrolab. Nein, ist kein Cantrip, ist ein Artefakt. Fixt das Mana. Ziemlich absurd. Sogar, da es sich noch selber ersetzt und damit echt, ja, eine der stärksten Karten ist, die Legacy in 2019 bekommen hat. Das ist eine weit herbegriffene Behauptung, denn Legacy hat in 2019 verdammt viele Karten bekommen, verglichen mit den 6-7 Jahren davor. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach eine der stärksten, mit Sicherheit nicht die stärkste. Die stärkste ist in fast allen anderen Formaten, nämlich gebannt. So, dann kommen wir mal zu den ernsthaften Cantrips. Blau, 4 Brainstorm. Hey, wen wundert's? Also da gibt's jetzt nicht so viel zu wundern. Brainstorm zieht 3 Karten, legt 2 wieder oben drauf. Manche Leute würden sagen, ja, was ist da dran so toll? Die zieht ja nur eine Karte. Das stimmt so nicht. Damit lässt sich ganz, ganz viel machen. Brainstorm lässt sich in vielen Modi anwenden. Man kann damit Karten verstecken, die der Gegner discarden möchte. Man kann damit nach Karten suchen, die man gerade braucht. Vom Removal über Threats, über ein Counterspell. Man kann damit nach Ländern suchen. Man kann ganz, ganz viel damit machen, wobei wir beim Stichwort nach Ländern suchen die nächste Karte ins Bild holen. Da sind wir nämlich mit dem guten alten Ponda mit dabei, 4 Stück. Ein Ponda macht die obersten 3 Karten angucken und dann im Endeffekt eine davon ziehen. Für die Suche nach Ländern mit Sicherheit sogar noch ein Stückchen stärker wie der Brainstorm. Denn jeder, der lang genug Legacy gespielt hat, der wird sagen können, ja, ich habe mich auch schon mal selber gebrainstorm-locked, weil ohne Fetchland ist Brainstorm tatsächlich gar nicht mal so richtig gut. Ja, das sind die Cantrips. Dann geht's weiter mit der nächsten Karte, die so ziemlich jedes blaue Deck dabei hat. 4 Force of Will. Die Karte, die also quasi als freier Counterspell im Legacy erlaubt, Dinge auch zu handeln, wenn man ausgetappt ist.
Davon spielen wir 4 Stück, um so Decks, die Turn 1 gewinnen, wie zum Beispiel Belcher und Co. unter Kontrolle zu halten. Dazu gibt es noch 2 Force of Negation, eine der Karten, die auch 2019 den Weg ins Legacy gefunden haben, mittlerweile auch im Modern. Durch dieses Modern Horizons ist die Karte vertreten. Sehr, sehr stark, insbesondere mit der Upside, dass sie die Karte exiled. Das ist durchaus sehr relevant gegen so Karten wie Past in Flames, aber auch viele andere Karten. Auf der anderen Seite den großen Vorteil, dass man 3 Mana wesentlich schneller hardcasten kann. Relativ oft und relativ zügig sogar. Ein Gegenteil oder ein Negativteil an der Sache ist natürlich, damit kann man keine Kreaturen forcen. Das macht sich auch schon mal bemerkbar. Da haben wir die Counterspells. Dann machen wir mal weiter mit dem Removal. Da haben wir 4 Swords to Plowshares. Mit Sicherheit die stärkste Removal-Karte, Single-Removal-Karte, die wir im Legacy haben. Der Gegner bekommt Leben. Wen interessieren die Lebenspunkte, wenn ich das Spiel sowieso erst in 20 Zügen gewinne? Hey, mein Gott. Dazu gibt es 3 Terminus, da sind wir bei der Karte, die dem Deck den Namen gibt, nämlich Miracles. Für ein weißes alle Kreaturen unter die Bibliothek ihres Besitzers. Das ist ein verdammt guter Tausch. In der Regel auch, so möchte man das nicht für eine Kreatur anwenden, sondern für 2 oder 3. Dann ist es richtig, richtig stark und wir werden jetzt gleich sehen, warum das so stark ist, weil das kann man auch im gegnerischen Zug machen. Das funktioniert einmal mit dem Brainstorm, den wir eben schon gesehen haben. Das funktioniert aber auch noch mit ein paar anderen Karten, die uns gleich noch begegnen werden. Das ist auf jeden Fall das Mainboard Removal Package. Dazu kommt ein Entreat the Angels, weil wir wollen ja auch irgendwann mal gewinnen. Meistens auf anderen Wegen. Nichtsdestotrotz, wenn man so ein Entreat the Angels für x gleich 4 oder x gleich 5 casten kann, dann ist das schon ziemlich gut und dann ist das Spiel auch relativ zügig beendet. Insofern eine gute Karte. So, ja, was hat im Legacy genauso wie in allen anderen Formaten schon lange Einzug gehalten und ist auch immer stark und dominiert sehr viel richtig? Die Planeswalker. Wir haben 2 Jace the Mindsculptor. Bis 2019 hieß es unweigerlich der stärkste Planeswalker, der je geprintet wurde. Mittlerweile gibt es Leute, die behaupten, das hat jemand anders übernommen, aber trotzdem immer noch eine super Karte. Kostet 4 Mana. Für +2 können wir uns die oberste Karte des Gegners oder unsere eigene angucken und wenn wir wollen, unter die Bibliothek legen. Das heißt, er kontrolliert quasi, was der Gegner noch ziehen kann. Für 0 gibt es einen Brainstorm. Ach, hallo, den spielen wir 4 Mal schon im Main Deck. Warum soll das schlecht sein, wenn man das jede Runde machen kann? Für -1 bouncen wir eine gegnerische Kreatur, auch das kann relevant sein, oder wir bouncen unsere eigene. Den eigenen Snapcaster bouncen ist tatsächlich ein Play, das sehr, sehr gut ist. Und für -12 können wir die gegnerische Bibliothek exilen und seine Handkarten werden die Bibliothek. Das heißt, Jace dient gleichzeitig auch noch als Win Condition. Das ist verdammt stark. Ja, dann kommen wir direkt zu dem Planeswalker, der ihm den Rang als stärkster aller Zeiten streitig macht, der im Standard, im Pioneer, im Modern gebannt ist. Oku, Thief of Crowns. Ich denke, jeder, der 2019 Magic spielt, kennt die Karte. Nichtsdestotrotz gehen wir sie mal kurz durch. Startet mit absurden 4 Loyalty und geht direkt auf 6 mit +2 für einen Food Token. Damit kann man sich 3 Leben machen. Das ist ja nicht so stark. Stark wird es aber, wenn man für +1 aus einem Artefakt, und das ist auch ein Food Token, oder einer Kreatur einen 3-3 Elk machen kann. Das ist ziemlich gut, wenn man dann quasi 2-1 einen Beater auf dem Board hat und das ist noch viel besser, wenn man der gegnerischen 20-20 oder der gegnerischen 7-7 oder der gegnerischen 15-15 quasi ihre Fähigkeiten nimmt und sie auf eine 3-3 schrumpft, dann wird es dann doch ziemlich stark. Für -5 können wir dem Gegner einen Artefakt oder eine Kreatur wegnehmen und geben und ihm letten. Für -5 können wir dem Gegner eine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger klauen und ihm dafür ein Artefakt oder eine Kreatur geben. In der Regel wollen wir ihm gar keine Kreatur geben, sondern ja, so ein Food-Token ist doch spannend. Ja, das Ganze wird komplementiert durch 2 Teferi, spiele ich in dieser Liste. Kennt wahrscheinlich auch jeder, der 2019 Magic spielt. Nicht ganz so stark, sagen viele wie die anderen. Trotzdem, gerade in einem blau dominierten Meta, eine super gute Karte. Für 3 Mana gibt es eine 4 Starting Loyalty, eine Static Ability, dass alle Gegner ihre Spells nur noch als Sorcery casten können. Das heißt, jeder Counterwar geht definitiv zu unseren Gunsten aus, denn jeder Counterspell sagt, und das war's.
Für plus 1 können wir bis zum nächsten Zug unsere Sorceries spielen, als wenn sie Flash hätten, also als Instant. Und für minus 3 können wir Artefakt-Kreaturen, Enchantment zurück auf die Hand bouncen und damit eine Karte ziehen. Relevant sind die Fähigkeiten, neben dem, dass sie den gegnerischen Counterspell oder den gegnerischen Play in deinem eigenen Zug komplett abstellen, noch dadurch, dass wir mit plus 1 solche Dinge wie Entreat the Angels durch ein Ponder auch im gegnerischen Zug triggern können. Das ist schon sehr stark. Und für minus 3 können wir zum Beispiel auch unser Astrolab bouncen, eine Karte ziehen, das Astrolab wieder ausspielen und wieder eine Karte ziehen. Das ist insbesondere im Late Game, wenn jeder nur noch vom Topdeck lebt, ziemlich, ziemlich stark. Was geht die Flex-Slots an hier an der Stelle? Weil alles, was wir uns bis jetzt angeguckt haben, das ist schon relativ relativ festgesetzt. Es gibt tatsächlich Listen, die verzichten komplett auf die Teferis, spielen einen dritten Oko oder einen vierten. Es gibt auch Listen, die spielen nur einen Teferi und einen dritten Oko. Da gilt es halt irgendwie im eigenen Meta, dass man regelmäßig spielt. Ja, den richtigen Weg rauszufinden, wie viel will ich spielen. Und ich muss persönlich sagen, wenn man mal mit drei Okos auf der Hand da gesessen hat, das ist eine starke Karte, aber irgendwann ist halt auch mal zu viel. Das muss jeder für sich selber rausfinden. So, dann machen wir weiter mit Kreaturen. Ja, drei Snapcaster Mages. Die Kreatur ist ein 2-1 mit Flash für 2 Mana. Das ist nicht so spannend. Spannend wird der weitere Text, wenn der nämlich ins Spiel kommt. Dann kann man einem Instant oder Sorcery aus dem eigenen Friedhof Flashback geben und ihn quasi nochmal casten. Da haben wir eine ganze Menge von. Wir haben Brainstorm, wir haben Ponder, wir haben Swords to Plowshares, wir haben tatsächlich einen Force of Negation, der auch relativ häufig geflashbackt wird. Das ist schon eine ziemlich starke Karte. Und die wird komplementiert durch drei Icefang-Kotals. Die sind jetzt auch in 2019 neu ins Deck gekommen durch Modern Horizons. Eine 1-1 mit Flash, fliegend für 2 Mana. Wenn sie ins Spiel kommt, zieht sie eine Karte. Und interessanterweise bekommt sie noch Death Touch, wenn man drei andere Snow Permanents liegen hat. Wir haben ja schon gesehen, die Basics sind alle Snow-Covered. Und wir haben ja auch noch das Astrolab, das heißt, selbst mit zwei Basic-Ländern und einem Astrolab haben wir dann quasi schon eine Death-Touch-Kotal Turn 2 auf dem Board. Das ist ein super guter Blocker, insbesondere um unsere eigenen Planeswalker, von denen wir ja hier in der Liste jetzt 6 Stück spielen, zu schützen, aber eben auch, um durch das Flash gegnerische Kreaturen abzuräumen, wo der Gegner vielleicht gar nicht damit rechnet, dass sie jetzt aufs Board kommen. Ja. Das sind die Kreaturen. Dann haben wir noch zwei Karten mit dabei. Die kann man hier durchaus als Flex-Slots bezeichnen. Viele andere Listen, die spielen Mainboard Pyroblast, um gegnerische Okos oder Jace zu beantworten. Viele Listen spielen Mainboard Whale of Summer, um ihre eigenen Planeswalker direkt durchzubekommen. Das kann jeder machen, wie er das für richtig hält oder wie er das seinem Spielstil mäßig angemessen findet. Da ist Miracles mittlerweile auch ein Deck, das sich eben da sehr, sehr gut anpassen lässt. Ich spiele hier zwei Karten. Ich spiele eine Sylvan Library. Das ist eine Karte, die gibt es schon verdammt lange im Magic, kostet 2 Mana, ist eine Verzauberung. Und das Entscheidende ist, dass ich am Anfang der Upkeep des Draw Steps im Endeffekt zwei zusätzliche Karten ziehen darf. Ich kann also die obersten drei Karten anschauen, raussuchen, was davon ich haben möchte. Die eine kann ich ziehen, ich kann aber auch mehr ziehen und für jede Karte nochmal 4 Leben zahlen. 4 Leben zahlen in einem Deck, das irgendwie versucht, die Kontrolle zu generieren. Ja, das ist schwierig, das kann man auch in Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Aber Oko generiert live durch die Food Token und das nicht zu knapp. Außerdem ist das Sortieren der Bibliothek mit Karten wie Terminus und Entreat the Angels super, super wertvoll. Und insbesondere in Kombination mit Fetch-Ländern oder Mystic Sanctuary, womit man Karten wieder oben drauflegen kann, ist das schon sehr, sehr gut. Und es hat eine tolle Synergie mit einer anderen Karte, die ich auch Mainboard spiele, die gute alte Counterbalance. Für 2 Mana kann man gegnerische Spells mit Hilfe des Triggers immer dann countern, wenn sie dieselben Mana-Kosten haben wie die Karte, die man von seiner obersten, von der obersten Karte der Bibliothek, wenn man sie revealed. Das ist eine sehr spannende Interaktion. Die Counterbalance wurde früher im Miracle sehr, sehr viel gespielt, mittlerweile so gut wie verschwunden aus allen Listen, aber gerade deshalb immer wieder auch eine gute Überraschung für den Gegner. Ja genau, jetzt fangen wir noch mit dem Sideboard an. Mir ist aber gerade interessanterweise, weil ich so vergesslich bin, meine Frau wird es bestätigen, hallo Schatz, Mystic Sanctuary
hatte ich eben gezeigt, zeige ich nochmal eben, liegt eben ein Instant oder Sorcery oben auf Deck, aufs Deck und damit sind wir eben genau bei so Karten wie Brainstorm, wie Ponder, wie Terminus und oder aber auch in 3D Angels, das heißt also, wenn der Gegner unser erstes in 3D Angels countert, können wir mit einem Fetch auf Mystic Sanctuary das Ganze einfach eine Runde später nochmal spielen. Wir können sicherstellen, dass wir in der nächsten Runde wieder ein Terminus oben drauf liegen haben, den der Gegner uns auch gar nicht vorher discarden kann, weil eben ein Land das Ding aus dem Friedhof holt. Da haben wir schon eine ganze Menge Interaktionen und die Interaktionen werden jetzt weitergehen, denn wir schauen uns mal das Sideboard an. Und da wird es natürlich noch eine ganze Spur interaktiver. Ja, wir haben gerade gesagt, Oko ist eine starke Karte. Oko spielen viele. Im Legacy gibt es eine ganze Menge, die Oko spielen. Oko wird im Lands gespielt, weil er ein anderer Angle of Attack ist. Oko wird im Fokalalum gespielt. Oko wird im Infect gespielt, wo ich den Horn hier gerade sehe. Also Oko wird so ziemlich in allem gespielt, was ihn spielen kann oder aber ihn splashen kann oder aber auch ihn nicht splashen kann und es trotzdem tut. Und von daher ist eine Antwort auf Oko für einen Mana generell eine gute Karte in dem Format. Wir spielen zwei Pyroblast, einen Red Elemental Blast. Warum? Der Mark hinter mir wird jetzt gleich juhu jubeln, aus dem Grunde, dass wir dann die Möglichkeit haben, gegnerische Surgical Extraction eben nicht alle unsere roten Antworten surgical zu lassen, sondern er kann entweder nur den Red Elemental Blast surgical oder die zwei Pyroblast und wir haben die andere Antwort noch im Deck. Da werden jetzt einige sagen, ah, das ist jetzt aber hier irgendwie Haarspalterei und wann soll das denn vorkommen? Also mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, insofern kommt öfter vor, wie man denkt, macht Sinn, diesen Split im Deck zu haben, definitiv. Dazu kommen noch zwei andere Antworten. Die eine auf gegnerische Counterspells, das ist die Karte, die ebenfalls in 2019 für ganz viel Diskussionen gesorgt hat und sorgt, das ist die Whale of Summer. Die im Endeffekt nicht nur unsere eigenen Spells uncounterbar macht, sondern letzten Endes uns dann auch noch eine Karte zieht, falls der Gegner eine schwarze oder eine rote, schwarze oder blaue Karte gespielt hat. Das heißt, wir können uns selber gegen Discard schützen, wir können uns gegen gegnerische Counterspells schützen, das ist eine ganze Menge. Wichtige Interaktion an der Stelle, die wir direkt noch erwähnen können, ist die, wenn der Gegner unseren Oko mit einem Pyroblast countern möchte, können wir das mit Whale of Summer verhindern. Er darf dann keine Karte ziehen, weil der Pyroblast ja nicht blau oder schwarz ist, er ist rot. Ändert aber nichts daran, dass er gecountert werden kann. Insofern den Oko erst resolven lassen, dann mit Pyroblast zerstören. So spielt man um Whale of Summer rum. Ja. Gegen was nehmen wir die Karte mit ins Board, mit ins Deck? Gegen so ziemlich alles, das Schwarz und Discard spielt und gegen so ziemlich alles, das in irgendeiner Form unsere Planeswalker und unsere Schlüsselkarten countern möchte. Ich spiele noch einen Pflasterstorm, der ist aus vielen Listen mittlerweile verschwunden. Nichtsdestotrotz eine starke Karte gegen Storm und insbesondere auch eine starke Karte gegen gegnerische Whale of Summer, gegen gegnerische Pyroblasts und insbesondere in den Matchups, in denen man die eigenen Force of Will und Force of Negation rausboardet, weil man sich nicht selber mit einem 2-1 bestrafen möchte. In denen kann man mit Pflasterstorm eine ganze Menge Schaden anrichten, auch wenn der Gegner und insbesondere wenn der Gegner nicht damit rechnet. Vorsicht an der Stelle, Whale of Summer ist natürlich eine Ein-Mana-grüne Antwort auf den Pflasterstorm, darf man nicht vergessen. Wo wir gerade bei grün sind, Carpet of Flowers. Ich habe mich früher sehr viel über die Karte geärgert, ähnlich wie Choke. Hallo Kevin, ja, die Karte ist fies. Carpet of Flowers ist genauso fies, denn im Endeffekt ist es nicht so, dass man das gegnerische Mana einschränkt, sondern man bekommt halt selber eine ganze Menge mehr. Und ich muss an der Stelle sagen, also so ziemlich jedes Control-Matchup und auch Delver-Matchup, in dem ich es schaffe, Turn 1 oder Turn 2 eine Carpet of Flowers zu resolven, gewinnt man im Anschluss auch. Da die Karte einfach so absurd viel Mana generiert. Weil sie schon immer gut war, back to basics, mit Sicherheit aktuell im Meta nicht so stark die Karte, da die Leute nun mal ganz viele Basics spielen, nichtsdestotrotz immer noch gut gegen Lands, gegen Depths-Varianten, gegen Four-Color-Loom, auch gegen Maverick eine gute Karte. Kann man immer noch drüber nachdenken, sie zu spielen. Viele spielen an der Stelle den Blood Moon, finde ich nicht so gut, da er die eigenen Fetch-Länder schlecht macht. Und die eigenen Fetch-Länder schlecht machen ist natürlich nicht so gut, wenn man eben mit Brainstorm und Ponder spielt. Aber wie immer ein zweischneidiges Schwert, da wir uns hier in dem Fall ja auch die eigenen Mystic Sanctuaries wegtappen. Da muss man eben dann rausfinden, was einem selber
lieber ist. Council's Judgment. Früher zwei Mainboard in den UW-Listen, auch in den UWR-Listen mindestens eine Mainboard, mittlerweile im Sideboard gelandet, die Karte. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Karten wie zum Beispiel die Two-Name Nemesis im Meta sehr, sehr zurückgegangen sind, nur noch sehr, sehr wenig gespielt werden, also keine Antwort dafür zwingend direkt notwendig ist. Nichtsdestotrotz eine super Antwort auf jeden anderen gegnerischen Planeswalker, hat allerdings natürlich auch zwei weiße als Mana-Kosten. Trotzdem würde ich nie ohne eine im Sideboard das Haus verlassen. Zwei Return to Nature, das ist Removal für Artefakte, Removal für Enchantments und Exile, aber auch noch Karten aus dem Friedhof und damit eine super gute Karte gegen jede Loom-Variante, gegen jede Punishing Fire-Variante, aber auch natürlich gegen Reanimator und alle Decks, die irgendwie den Friedhof mehr benutzen mit bestimmten Schlüsselkarten. Kann man auch den einen oder anderen Gegner gut mit überraschen. Der Nachteil ist, man braucht natürlich Grün beim Mana und kann nicht einfach über Weiß spielen. Aber wie man ja im Sideboard hier im Deck schon sieht und auch im Mainboard eine ganze Menge Grün mit dabei. Insofern zwei mehr oder weniger kommt es mit Sicherheit nicht drauf an. Wo wir gerade beim Friedhofs-Hate sind, Graveyard-Hate sind, Containment Priest, gute Karte gegen jedes Reanimator-Deck, aber auch eine gute Karte gegen Show and Tell, um zumindest irgendwie die Sneak Attack abzuschalten und oder aber zu verhindern, dass mit Show and Tell der Grisselbrand oder der Emrakul reingelegt werden. Wird auch nicht mehr ganz so viel gespielt, nichtsdestotrotz finde ich ihn immer wieder gut, vor allen Dingen, weil er eben auch noch für zwei Haut und somit eine Clock darstellt, komplementiert von zwei Surgical Extractions. Die Karte ist durch Hogak nicht mehr ganz so stark, viele spielen nur noch eine, wechseln auf andere Lösungen wie Tormod's Crypt oder ähnliches. Da muss jeder für sich selber entscheiden, womit er sich sicherer fühlt. Der Vorteil der Surgical ist mit Sicherheit, dass man mit Snapcaster auch wieder spielen kann. Das ist schon ganz gut. Und last but not least haben wir hier ein Rest in Peace, um einfach alle Karten aus allen Friedhöfen zu exilen. Da ist eben die Frage, wie weit möchte ich gehen? Möchte ich meine eigenen Mystic Sanctuary, möchte ich meine eigenen Snapcaster schlechter machen? Ich denke aber, dass man über kurz oder lang über ein oder zwei Rest in Peace gar nicht mehr drum rumkommt, da einfach mit Hogak und anderen Decks zu viel über den Friedhof agiert wird. Ja, dann sind wir einmal durch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Deck habt, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, und das habe ich garantiert, dann schreibt es in die Kommentare, meldet euch bei Marc. Ja, tschüss. Was?